guten Abend. Und herzlich willkommen bei ZIP und am sensationellen Fantastic Black Friday. Ja, und der Black Friday kommt, wie sollte es anders sein, aus Amerika. Die Tradition besagt, dass ein Tag nach Thanksgiving sich da alle den Brückentag freinehmen und wie irre shoppen gehen. Und die Kreditkarten klingeln lassen. Und was machen wir? Wir machen es wie die Amis. Oder etwa nicht. So, und jetzt haben wir mal ein paar Stimmen in Bayern gesammelt zu einem Mann, ach, was sag ich, einem Gott. Und Götter stehen ja bekanntlich über den Dingen. Sie wissen bestimmt sofort, wer jetzt gemeint ist. Und für viele ist das, was da heute bei Bayern München passiert, unverständlich und lässt sogar ihr Weltbild ins Wanken geraten. Andere finden es einfach nur geil. Uli Hoeneß wird wohl fast einstimmig zum König des FC Bayern wiedergewählt. Dominik Fischer, unser Mann in Bayern, begleitet für uns dieses eigenartige Stück Fußballgeschichte. Sag mal, Dominik, wie ergeht es dir denn dabei? Was ist denn dann heute Abend tatsächlich von Uli Hoeneß zu erwarten? Dominik, im Augenblick läuft es ja mal nicht ganz so prall mit den Bayern. Steigen die Aktien denn mit Uli dann am Ende wieder? Dann sind wir sehr gespannt einfach und harren der Dinge, die da kommen mögen, was der Abend noch so bringt. Vielen Dank, Dominik, und damit zurück in unsere Region. Diesen Augenblick hier, beziehungsweise diesen Anblick hier, den kennen viele. Hat man auch immer, wenn man mit der Ringbahn fährt. Das ist der Westhafen, ein tolles Gelände mit Industriecharme in Moabit, wo mittlerweile so richtig viel passiert. Mhm. Gestern Abend war das Motto Charity for Charité bei der großen Benefizgala zugunsten von Kindern mit schweren chronischen und seltenen Erkrankungen. Liebe Zuschauer, Sie haben noch garantiert sowas wie einen Lieblings-Weihnachtsfilm. Susanne? Es ist definitiv Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Also das muss auf jeden Fall sein. Mein Papa schickt mir auch rechtzeitig jedes Jahr alle Sendetermine aufs Handy. Da kann man nichts verpassen. Dann müssen wir jetzt einfach mal so ein bisschen Ihren Lieblings-Weihnachtsfilm-Horizont erweitern. Und zwar damit. Das hier ist das Remake aus den 90er Jahren, was man hier hinten gerade sieht, des Weihnachtsfilms Ein Wunder in Manhattan. Richard Attenborough ist da in der Rolle des Weihnachtsmanns. Das hat er gerne gemacht, da ist er gerne reingeschlüpft. Und das Original kommt von 1947, mein Lieblingsweihnachtsfilm. Aha. Und zwar mit der kleinen Natalie Wood in der Hauptrolle. Und beide Filme gibt es jetzt als DVD-Box für Verrutscht, aber er hält sich wacker. Also das alles heute zu gewinnen für Sie. Und zwar unter der Telefonnummer, die kennen Sie, das ist die 0182-8202. Sie rufen an, Sie kommen durch und dann spielen wir gemeinsam zu viert um dieses tolle Paket. So ist es. Bis gleich. Naja, an Weihnachten ist es ja auch was Besonderes. Ne? Da hat jeder so sein Lieblingsessen, wovon er nicht genug kriegen kann. Aber generell, liebe Zuschauer, glaube ich, ist es schon so, die meisten von uns, die probieren gerne ein bisschen was aus in der Küche. Einfach mal ein neues Rezept, neue Zutaten, neuen Geschmack, den Gaumen so ein bisschen überraschen. Aber diese Herren hier, die gerade so fleißig am Rumwerkeln sind, die haben 2 Jahre lang immer und immer wieder ein und dasselbe Drei-Gänge-Menü gekocht und immer für 110 Personen. Ja, und warum haben sie das gemacht? Ganz einfach, weil sie für die Olympiade der Köche trainiert haben. Lieber Harald, hast du gerade die leckere Schokokuchen gesehen? Was soll man darauf sagen? Ich habe es immer noch vor Augen. Oui, oui, très délicieux. Und Sie merken, wir stimmen uns so ein bisschen mit unserem Kauderwelsch-Französisch in das ein, was da kommt, nämlich die französische Filmwoche. Richtig, die startet nächste Woche in Berlin. 4 Kinos zeigen ab Mittwoch eine Woche lang ausschließlich Filme in französischer Sprache. Grund genug für unsere Minitour-Reporterin Romy Sigmüller, jetzt schon mal einen französischen Tag in Berlin einzulegen. Vite, vite. Berlin heißt das doch, oder? Bonsoir, très bien, très bien. Und wer kleine Kinder hat und Enkel, weiß, was das Schönste unter Weihnachtsbaum ist, nämlich so ein Teddy. Ja, so ein Steif-Teddy, der hält sogar Kinder wie Harald aus. Aber was machst du mit dem? Margarete Steif hat nämlich die ersten beweglichen Arme und Füßchen für so ein Teddy erfunden. Und für die Großen haben wir natürlich auch noch was. Nicht Abend hintereinander gucken. So, und das ist auf jeden Fall Haralds Lieblings-Weihnachtsfilm. Das haben wir schon mal gelernt. Wir gucken mal, wer am Telefon ist. Das ist zum einen Fred Neumann aus Rüdersdorf. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Welches ist Ihr Lieblings-Weihnachtsfilm? Ja, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel natürlich. Ja, mein Reden, der ist so schön, ne? Kerstin aus Brandenburg an der Havel. Ich frage Sie gar nicht nach Ihrem Lieblings-Weihnachtsfilm. Den bekommen Sie ja, wenn Sie gewinnen sollten. Aber Sie sind da, oder? Ja, ich bin da. Hallo. Aber mein Lieblingsfilm ist auch Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Unschlagbar, sage ich nur. Ich weiß. Dödel, Brödel, was auch immer. Ist wurscht, jetzt Hauptsache, kommt die Schätzfrage. Sie gucken den Film und hier ist die Schätzfrage. Also schätzen Sie doch mal, hier noch mal die Frage, wie 4% der Deutschen keine Weihnachtsgeschenke kaufen? Fred, Sie zuerst. Ich sage mal 24%. Mhm. Und Kerstin, gehen Sie rauf oder gehen Sie drunter?
Also ich hatte so 23, gehe runter. Sie gehen ein bisschen runter und ja, das war eine nicht so schöne Entscheidung. Nein, wobei von Fred aus gesehen war es eine sehr schöne Entscheidung, denn er liegt tatsächlich näher dran. Es sind 30%, das ist die richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Glückwunsch an alle beide. Danke, dass Sie mitgespielt haben. Und Kerstin, wir hören uns garantiert nochmal. Und schönen Abend, ne? Bis und bitte bald dranbleiben. Tschüss. Und jetzt wird's noch weihnachtlicher. Leuchtung in Berlin und Brandenburg. Ja, und die Weihnachtsmärkte, die locken jetzt auch wieder mit allen möglichen Leckereien. Und auf einmal wollen wir alle nur noch Glühwein trinken und Jingle Bells hören, oder es nicht? Es soll ja tatsächlich noch Menschen geben. Die nähen sich entweder das Enkelkind oder das kleinste Kind in der Familie, setzen sich das auf den Schoß. Ach, was. Ja, und lesen eine Geschichte vor, ein Märchen. Und falls Sie, liebe Zuschauer, gar nicht mehr wissen, wie das überhaupt geht, dann haben wir jetzt ein paar tolle Anregungen für Sie. Ja, und eine tolle Frau dazu. Und gleich noch ein Tipp, für den Sie uns lieben werden. Denn ab heute laufen die 5. Potsdamer Designtage. In der Schiffbauergasse, da treffen junge Designer auf Tradition und Trend. Und die Besucher der Designtage, die bekommen gleich tolle Geschenkideen. Und Britta Elm ist heute unsere Designtesterin. Liebe Britta, sag mal, hast du denn schon sowas wie ein Must-Have? Ja, das ist ein Must-Have. Der Kranz also, für Ostern. Das ist was eher was für dich, aber diese Puschen, die waren cool. Danke, Britta. Vielen habe ich mir jetzt gemerkt Dank für den Hinterkopf. Also vielleicht gehen Sie ja schon am Wochenende auf der Messe einfach mal vorbei. Ja, aber für das Event, das heute Abend im Berliner Hotel Adlon stattfindet, kommt man gar nicht so leicht an Karten. Man kann sie nämlich nur auf Einladung kaufen. Und zwar für eine ganze Stange Geld im oberen dreistelligen Bereich. Naja, die Bundespressekonferenz lädt 2300 Gäste aus Politik, Medien und High Society zum Bundespresseball. Und das mittlerweile zum 65. Mal. Ja, da werden auch wieder viele Austern geschlürft. Denn schon von Anfang an galt, in ist, wer drin ist. Hast du Austern gesagt? Ja. Herzlich willkommen, Michael Kessler. Da knattert gleich schon los. Natürlich. Sehr schön. Was macht denn so eine Seifenkiste? Wie schnell fährt die? So, macht die. Aber sondern alles sehr hart. Also der Rücken hat sich gefreut. Ah, und die 16. Expedition ist es richtig schon? Ja, ich frage mich, wer zum Teufel überlegt sich das alles? Ja, das war schon, als die Kollegen gesagt haben, so, diesmal hier sitzt du in der Seifenkiste. Und ein Albtraum, wie immer. Ist er auf jeden Fall wieder unterwegs, ja, auf Expedition. Und wenn er mal in der Vergangenheit nicht unterwegs war, dann hat er auch gearbeitet. Wahrscheinlich. Richtig, und da haben Sie den Bürgermeister Richter Hackpranke gesprochen. Richter Hackpranke, genau. Im Ort für Ordnung sorgen will. Ja. Wie würde der seinen Leuten mal so eine ordentliche Ansage machen? Wo Sie sofort gesagt haben, als Sie das Angebot bekommen haben, ja, klar. Ja, klar. Warum? Natürlich, weil es einen solchen Spaß macht, solche Filme zu drehen. Mit natürlich. Knobinator, also ja? Ja, Knoblauch ist ja das wirksame Mittel gegen die Vampire. Er hat einen Staub. Genau. Wie geht's weiter? Also in welche wir wollen weitermachen nächstes Jahr, genau. Wir wollen weitermachen und uns in ist ja auch interessiert wahrscheinlich deshalb, weil es auch ihr eigenes Hobby ist, ne? Natürlich. Oder ja, das auch. Oder Geocachen zum Beispiel, finde ich auch irre, ne? Diese Leute, denen man überall begegnet, die irgendwelchen Bäumen hochgucken, man denkt, was machen die da? Sie suchen etwas. Mit GPS, voll ausgestattet, voll modern. Ja, das ist gerade total angesagt. Ja. Haben wir von ZIP auch schon mal gemacht im Siehste? Sommergarten. Sie sind ja Kölner aus Leidenschaft. Mhm. Und sagen, ich würde im Leben nicht nach Berlin ziehen. Na, wer weiß, im Leben nicht. Das darf. Aber im Grunde genommen, was haben die Kölner, was die Berliner nicht haben? Die Stadt ist klein. Auf jeden Fall für die neue Expedition hat er sich mal ein bisschen rausbewegt aus, ja, Köln. Nämlich entlang der Oder. Heute Abend geht's los um 20.15 Uhr im RBB-Fernsehen mit der Seifenkiste. Und wir gucken mal ein paar Ausschnitte an. So. Ja, was hat denn da gestochen? Ja, ich weiß auch nicht mehr. Das ist diese Expedition. Das muss man, Wahnsinn. Ja, ja. Da also muss man sich Mückenspray oder sowas einstecken. Ja, oder der Eichenprozessionsspinner, der hat es ja immer auf mich abgesehen. Auch. Wir haben auch noch mal eine Karte, damit wir gucken können, wo, ja, es genau lang ging. Sie sind, genau, ja auch, haben ja auch nach Polen übergesetzt. Richtig. Zum Teil dann auch mit unerwartet. Ne? Ja. Man weiß ja nie. Es muss ja alles richtig zugehen. Natürlich. Und wir haben auch gehört, dass Kessler demnächst mal in die Berge gehen soll. Ist das richtig? Oh ja, im Januar geht es über 2000. Wird's natürlich, die Luft wird verdammt dünn, das ist ja, ja klar. Und so viel Schnee und so kalt. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte das gedacht in den Bergen im Winter? Und dann auf der Hütte. Ich muss ihn ziehen. Das wäre ja noch angenehm gewesen. Auch noch. Ja, bergab aber nur. Michael Kessler ist also gefühlt im Grunde das ganze Jahr 365 Tage im Jahr unterwegs und hat fast irgendwas zu tun. Wie kommen Sie denn auch mal zur Ruhe? Also jetzt ist Weihnachtszeit. Im Garten. Ja gut, jetzt im Winter natürlich nicht. Ja. Ich bin natürlich froh darüber, dass er so viel tut. Ja. Und ich sage vielen, vielen Dank für den Besuch von uns. Danke. Michael Kessler, liebe Zuschauer, heute Abend um 20.15 Uhr im RBB-Fernsehen. Michael Kessler mit der Seifenkiste an die Oder. Und nächsten Freitag dann der zweite Teil, auch um 20.15 Uhr im RBB-Fernsehen. Richtig. Und jetzt noch mehr ZIP-Tipps.
Ganz was anderes übermorgen, erster Advent. Richtig. Harald hat ja zum Beispiel schon seit Wochen seine ganze Wohnung opulent geschmückt. Ich habe die Fotos gesehen und ich war ja nun leider die ganze Woche krank und hatte deswegen so ein bisschen Zeit, auch mal ein paar Kerzchen aufzustellen, so Lichterkette über die Gardinenstange zu werfen. Ja, aber alles eher dezent. Zu werfen, ne? Da ist der Unterschied. Hui. Die zwei, die wir jetzt kennenlernen, die haben sich dezent aus dem Verkehr gezogen so ein bisschen, aber geben sich dem Weihnachtsspektakel auch sehr stark hin. Aber richtig. Hm. Tschüss. Tschüss. Schönen ersten Advent. Jetzt noch die Nachricht.